Heute erinnern wir uns an einen ganz großen des vergangenen Exploitation-Films und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer neuen Produktvorstellung bzw. Unboxing-Video hier auf Lord Gamgam Full The Other Side of Movies. Ja, heute gibt es mal um eine Dokumentation und zwar um Omega Rising Remembering Joe D'Amato, das Ganze hier als deutsche Erstveröffentlichung aus dem Hause X-Rated als Nummer 1 einer Sondereditionsreihe aus der Eurocult Collection hat hier veröffentlicht in diesem Mediabook selber. Die Dokumentation gab es schon 2017 von 88 Films in England. Da war sie allerdings um 27 Minuten geschnitten gewesen. Und hier ist sie erstmalig komplett ungeschnitten. Enthalten ist in dem Mediabook natürlich auch ein Bonusfilm. Und wir machen das Ganze auf jeden Fall mal auf. So. Ja. Also, erstmalig hier auf Deutsch sogar synchronisiert die Dokumentation Omega Rising. Ja, ganz klar, hier vorne haben wir natürlich den guten Joe D'Amato. Das war natürlich nur sein Künstlername, da müssen wir es mal sagen. Eigentlich hieß er Aristide Masacci. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit seinem Hinternamen. Und den kennen wir natürlich als Regisseur von diversen Black Emmanuel-Filmen oder von halt auch Maneater und Absurd zum Beispiel. Und natürlich ganz klar den berühmt-berüchtigten Sado Stoß das Tor zur Hölle auf. Und eben diese Dokumentation liegt hier erstmal nicht wirklich komplett ungeschnitten vor. Wirklich viel Bonusmaterial haben wir hier allerdings nicht an Bord. Das meiste davon befindet sich halt bei dem Bonusfilm, den man hier mit reingepackt hat. Aber mich hat diese Dokumentation doch hier sehr, sehr angesprochen. Ja, die wurde Anfang Februar dann angekündigt halt. Und ja, mit knapp 30 Euro, ja, ist natürlich der übliche Mediabookpreis. Das Ganze ist hier limitiert auf 444 Stück. Und macht auf jeden Fall einen ganz netten Eindruck, muss ich sagen. Das Cover-Artwork ist an sich recht gelungen, auch wenn man sicherlich oben auch hätte diesen fetten Banner Deutsche Erstveröffentlichung sicherlich hätte auch weglassen können. Ja, hier hinten nochmal der Hinweis auf die Eurocult Collection. Dann haben wir natürlich hier noch ein paar Bilder von einigen Beteiligten an der Dokumentation. Natürlich Ruggero Deodato ist auch mit dabei. Von dem kommt ja auch im März eine Dokumentation raus von 8 Films und auch einem wirklich sehr, sehr fetten, wattierten Mediabook mit einem wirklich sehr, sehr hohen Buchanteil, ja, mit einem sehr fetten Booklet. Hier haben wir wirklich eher so, ja, nur ein 16-seitiges Booklet, immerhin geschrieben von Martin Beine, ja, Tenebrarum Booklet, und bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das wieder aufgemacht ist von der ganzen Gestaltung, vom Text her und so weiter. Und ja, George Eastman hier natürlich, unser Maneater, Michele Soavi, der ja damals seinen ersten Film quasi unter dem Banner von Joe D'Amatos Produktionsfirma Film Mirage, und zwar Straight Stage Fright, umsetzen konnte. Also auf jeden Fall einige bekannte Namen der italienischen Genreszene sind hier mit am Start, die natürlich auch einiges zum Besten geben. Und hier sind auf jeden Fall alle relevanten Informationen nochmal abgedruckt quasi. Hier haben wir es natürlich nochmal stehen, deutsche Erstveröffentlichung, deswegen hätte man sie jetzt eigentlich auf der Front des Mediabooks auch weglassen können, ja. Hier natürlich nochmal ganz kurz was zum Booklet von Martin Beine und der Hinweis auf den Bonusfilm selber, und das ist natürlich hier Foltergarten der Sinnlichkeit. Dann haben wir unten natürlich noch die technischen Informationen selber, das Ganze ist eine Blu-ray DVD-Kombo, glaube ich, eher weniger. Ich glaube, hier sind zwei Blu-rays drin. Gucken wir mal. Das Ganze natürlich ungeprüft, Limited Edition. Ja, also die übliche Aufmachung, wie man sie von den ganzen X-Rated Mediabooks so kennt. Und dann gucken wir natürlich ins Innere rein und haben hier auf der linken Seite dann die Blu-ray, die auch mit dem Front Artwork gelabelt ist. Ja, nur mit dem nötigsten Druck, ist aber hier auch wieder deutsche Erstveröffentlichung draufgeklatscht. Hätte man hier eigentlich auch weglassen können. Der Hinweis Uncut-Version ist hier eigentlich wesentlich wichtiger, da wirklich die Dokumentation hier wirklich vollständig enthalten ist. Und dann haben wir natürlich hier unten, ja, wie man es von dieser Reihe auch gewohnt ist, dann die Limitierungsnummer. Natürlich gibt es keinen Hinweis, auf wie viel Stück das Ganze limitiert ist, halt auf 444 Stück, aber das wird hier nicht angegeben. Ich habe hier die Nummer 234. Und ja, auf der rechten Seite haben wir natürlich dann hier Foltergarten der Sinnlichkeit. Dazu muss ich natürlich sagen, den habe ich mir erst vor kurzem hier
in dieser auf 100 Stück limitierten MRA oder ja, Variante zugelegt gehabt. Ja, ist komplett die gleiche Scheibe. Ja, jetzt habe ich ihn halt doppelt. Ist auch okay. Man hätte sicherlich auch irgendeinen anderen Film von D'Amato hier reinpacken können, aber ist vollkommen in Ordnung. Immerhin ein Bonusfilm, ja. Dafür steht die Reihe auch ein Stück weit, dass dann der Hauptfilm wirklich nur auf Blu-ray beiliegt und in den meisten Fällen dann wirklich noch ein Bonusfilm auf Blu-ray oder DVD dabei liegt, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Und dann kommen wir auf jeden Fall zum Booklet und hier steht natürlich unten der ja, ausgeschriebene richtige Name von dem Guten, der insgesamt so 170 Filme im Erwachsenenbereich gedreht hatte, also vor allem bis zu seinem Tod im Jahre 1999 war er doch wirklich eher so mit Erwachsenenfilmen beschäftigt, weil die einfach finanziell sich mehr rentiert haben als eigentlich die Filme, die hätte er gerne machen wollen, also Abenteuerfilme und so, auf die er eigentlich stand, ja, und deswegen hat er eher das produziert und nebenbei natürlich dann noch 30 Filme aus anderen Genres, muss man sagen, ja, und hier wird auf jeden Fall dann ganz klar auf sein Schaffen eingegangen. Natürlich von der üblichen Gestaltung, ja, haben wir hier wieder genügend Text, ja, und dann auch einige, würde ich jetzt mal sagen, mehr Aushangsfotos, die hier für dieses Booklet verwendet wurden. Ja, natürlich hier Black Emanuel, ja, und noch einiges mehr an recht freizügigen Bildern, muss ich sagen, die man hierfür gewählt hat, aber dafür steht natürlich X-Rated auch ein Stück weit. Und ja, dann haben wir hier noch ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja, Emanuel und die letzten Kannibalen, das war auch so eine Grenzerfahrung für mich vor ein paar Jahren gewesen. Den Film hatte ich ja in der Lordschen Halloween Horror Trash Week besprochen gehabt. Da kam diese Review auch sehr, sehr gut an, ja. Und natürlich hier Papaya zum Beispiel. Also gibt es so einige Titel, die ich bis dato noch nicht gesehen habe. Aber ja, wenn man mal so im Netz durchschaut, was Joe D'Amato alles gemacht hat, hat er einiges vor allem auch im Exploitation-Sexploitation-Genre natürlich auch produziert. Ja, und dann haben wir natürlich hier auch ganz klar eines der berühmt-berüchtigten Bilder aus Maneater mit dem guten Luigi Montiferri bzw. aka George Eastman. Und hier wird auf einige wichtige Filme aus seiner Laufbahn als Regisseur eingegangen. Leider nicht auf alles, ja, weil man hätte hier wirklich sicherlich noch viel, viel mehr bringen können. Vielleicht ein dickeres Booklet, aber hier waren leider nur 16 Seiten drin gewesen. Aber allgemein von der Gestaltung her, vom Textanteil gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut und ich freue mich, das dann auch mal in Ruhe durchlesen zu können. Und dann zum Schluss natürlich hier noch auch ein recht bekanntes Bild aus Maneater. Gefällt mir, muss ich sagen, gefällt mir. Ist auf jeden Fall eine durchaus gelungene Veröffentlichung, auch wenn man natürlich sagen muss, es ist 30 Euro für eine Dokumentation, für etwas, was bei vielen Editionen dann eher so zu den Extras gehört und jetzt hier nicht unbedingt der essentielle Hauptbestandteil ist. Aber dennoch, ich bin wirklich mal sehr gespannt auf diese Dokumentation und die dürfte vor allem mehr so diese ganzen Genrefilme, die D'Amato gemacht hat, eher abdecken als alles andere, was er da zum Beispiel danach produziert hat mit Kelly Trump und Konsorten. Ja, also hier wird eher so ganz klar auf sein Hauptschaffenswerk eingegangen, also Black Emmanuel und die ganzen ja schmoddrigen Splatter-Filmchen, die er da rausgekloppt hat. Von mir bekommt auf jeden Fall diese Mediabook-Veröffentlichung hier zu Omega Rising ganz, ganz gute 3,5 von 5 Punkten. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Und ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, ob diese Dokumentation auch eventuell etwas für euch wäre. Ob ihr mit den Filmen von Joe D'Amato überhaupt etwas anfangen könnt. Und was vielleicht euer liebster Film von D'Amato ist, könnt ihr natürlich alle eure Gedanken wieder unten in die Kommentare reinhauen. Und das war es jetzt auch mit meiner Produktvorstellung bzw. Unboxing zu Omega Rising hier in dieser deutschen Erstveröffentlichung komplett ungeschnitten. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder vielleicht zu einer weiteren Produktvorstellung oder Unboxing-Video oder zu irgendetwas anderem hier auf Lord Gamgam Full, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.